Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lumberjacks Dynasty. Wir haben die letzte Folge damit beendet, dass wir hier noch schöne 8 Holzstämme haben, die wir noch abliefern müssen. Jetzt sind es nur noch 7. Und dann bekommen wir endlich einen schicken Gabelstapler. Ui, nicht backen bitte. Danke. Na, zum Glück haben wir den noch gesehen. Genau vor solchen Sachen habe ich die ganze Zeit Angst. Da träume ich nachts von, dass wir eine Quest nicht abschließen können, weil ein Baumstamm nicht mehr da ist. Dann hätte ich einfach einen anderen abgesägt und hätte den hier hingelegt. Vielleicht hätte es geklappt, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es nie erfahren, außer wir probieren es aus. So, 6 Stück noch. Hä? Das hat nicht gereicht. Verarsche. Komm, jetzt aber. 6 Stück. Hier holen wir uns jetzt noch schnell. Dann holen wir uns den Gabelstapler. Werden den erstmal bei uns in die Werkstatt stellen. Erstmal durchgucken das Ding, ob das noch in Ordnung ist. Eine Bremsprobe und so, ne? Und dann würde ich sagen, reparieren wir noch etwas unser Sägewerk weiter. Oh, hier liegt auch noch und hier auch. Damit wir am Sägewerk endlich anfangen können, Bretter zu trocknen. Oder erstmal Bretter zu schneiden und dann Bretter zu trocknen. Einmal hier, 5 Stück noch. Wo waren denn jetzt die beiden von hier vorne? Hier. Machen wir uns doch gar nicht so viel Arbeit. Ich glaube fast, dass es wieder ein paar Bretter mehr sind. Ein paar Stämme meine ich natürlich. Ich habe letzte Folge schon Bretter gesagt. Bitte verzeiht mir. Ja, bei einer der letzten Quests war es auf jeden Fall auch ein Stamm mehr oder nee, sogar mehr, 2 oder 3 Stämme mehr, glaube ich. Denke mal, dass das schon Absicht ist, damit die Quests nicht anfangen zu buggen. Aber hier lag doch noch einer. Wo ist der? Ist denn hier. Würden wir den sehen mit unserem... Achso, wir sehen die auch mit unserem Blick. Mit dem guten Ingenieursblick. Dann könnten wir uns natürlich hier noch die übrigen Stämme abholen. Ist allerdings auch ein ganz schön weiter Weg. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich da Lust drauf habe. Also zumindest, ob wir es direkt machen. Oder ob wir noch ein bisschen warten. So, zeig mir Stämme. Oh, hier ist noch einer. Schade, dass das mit den Büschen nicht so funktioniert. Dass wir uns die einfach hätten anzeigen können. Hat uns schon ein paar Minuten unserer wertvollen Lebenszeit geraubt. Zwei Stück noch. Und guck mal, da ist auf jeden Fall noch was übrig. Da hinten 2, hier 3 Stück sehe ich auf jeden Fall schon mal, die übrig bleiben. Aber mal gucken, wie langsam der Gabelstapler ist. Der wird wahrscheinlich noch langsamer sein als der Traktor. Das wird ganz schön schwierig. Wir haben ja den normalen Anhänger. Vielleicht schafft man es ja. Naja, gut, das oben drauf zu laden bringt auch nicht viel, weil der Traktor ist ja auch nicht der schnellste. Das war eine dumme Idee gerade. Eigentlich können wir unseren Onkel mal schicken oder unsere Tante. Einen von beiden. Einfach mal sagen, ey, wir haben so viel für euch gemacht, könnt ihr mal bitte den Gabelstapler abholen. Bei der guten Frau am Tor. Aber nein. Die haben einfach keinen Bock. Die lassen uns alles machen, die Säcke. Okay, haben wir geschafft. Sehr gut. Ab zur Frau am Tor. Und dann... Die Leute sagen erstmal dann, eine Menge Dinge. Ja, machen die Leute schon ihr Leben lang. Die Arbeit ist getan. Die Stämme sind alle da, wo sie sein sollen. Schön, danke. Der Gabelstapler gehört wie versprochen dir. Du bist eine gute Hilfe. Ich werde meinen Freunden von dir erzählen. Vielen Dank. Gabelstapler haben wir. Wir sind natürlich mit der Christine hier hochgefahren. Dann lassen wir die Christine erstmal stehen. Ich hätte ganz gern den Gabelstapler. Geilo, da haben wir's. 500 Sozialpunkte gab's, Geld nicht, aber dafür so einen coolen Gabelstapler. Mal gucken, was der so auf dem Kasten hat. Bitte stehen bleiben. Gabelstapler hat Vorfahrt. Danke. Oh. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mach mal Tempo. Ey, Tempomat wollte ich anmachen. Jetzt. Ja, ich glaube so 19 oder 20 km/h ist das höchste der Gefühle. Wo fahren wir denn gerade hin? Hier Ling. Hier Lang. Hier Ling. Hier Long. Also werden wir...
Gipfel des Bergs könnten wir hier unten, aber da machen wir später hin, was anderes ist auch nicht in der Nähe. Nö. Alter, du kommst von einem Feldweg, du bist wartungspflichtig, mein Freund. Habt ihr das gesehen? Der wollte uns umbringen, das war doch pure Absicht. Wir fahren hier runter, dann die nächste Kreuzung links, dann kommen wir direkt zu unserer Bleibe. Und dort werden wir erstmal den Gabelstapler abstellen in der Werkstatt. Und dann schauen wir nochmal zum guten Sägewerk, ob wir vielleicht dort endlich alles wieder in Schuss kriegen, damit wir anfangen können mit Bretter schneiden. Hier drüben gibt's was. Hier gibt's anscheinend Reifen. Oh, guckt mal. Hier können wir uns später noch richtig coole Sachen kaufen. Und die reparieren auch. Also wird wahrscheinlich doch was kaputt gehen. TÜV gibt's hier anscheinend nicht. Das ist schon mal eine positive Nachricht. Hier runter bringt noch nichts. Nö, erst die nächste richtige Kreuzung unten. Hallo. Da grüßt man sich, hält einfach mal kurz an und quatscht ein bisschen miteinander. So ist das auf dem Dorf, mitten auf der Straße. Hier ist einfach nicht so viel los. Da geht die Fensterscheibe runter von der Fahrerseite und man quatscht einfach mal ausgiebig. Ist es jetzt die hier? Ja, die ist es. Wir haben leider keine Blinker, also ich würde auch sehr gerne noch Blinker setzen, aber geht leider nicht. Müssen wir die Hand raushalten? Was macht er denn? Du sollst am Lenkrad festhalten und nicht oben drüber. Huch. War ich nicht. Und Gas geben tut er auch nicht. Er tut nur so. Seht ihr das? Tut nur so, als würde der arbeiten. Eigentlich rollt das Ding hier von alleine. Obwohl, Gas geben muss er ja gar nicht. Ich habe Tempomat an. Gibt's Gabelstapler mit Tempomat? Das würde mich echt mal interessieren. Ich habe leider nicht herausgefunden, wie wir uns hinsetzen können. Ich habe die Steuerung durchgeguckt, aber ich habe es nicht gesehen. Also entweder fehlt uns noch was dafür oder ich weiß es leider auch nicht. Wie sieht's denn aus? Wir haben 64 Schlaf bloß noch. Ey, es ist gerade mal 10.40 Uhr. Wie schnell kann man denn müde werden? Wir brauchen anscheinend wirklich den Mittagsschlaf. Wir können es ja da mal ausprobieren, wenn wir uns jetzt mittags aufs Ohr knallen, wie lange der schläft. Das hätte uns schon vorher bewusst sein müssen, wenn wir die Auswahlmöglichkeit haben, eine ganze Woche auszuruhen, dass der Typ ziemlich schläfrig sein wird. Ist das unser da? Das ist unser Sägewerk. Naja, genau. Nee, hier wollte ich, obwohl wir könnten es eigentlich, könnten den hier platzieren. Wir lassen das Ding in der Werkstatt. Wir lassen das mit der Werkstatt so rum. Gabelstapler bedienen mit linker Maustaste. Ey, cool. Kriegen wir damit auch so ein Holzding weg? Lass mich das mal probieren. Wir damit gleich so einen ganzen Stamm aufladen können. Huch. Nö. Ist anscheinend wirklich nur für Bretter gedacht. Ja, funktioniert nicht. Okay, schade. Wir stellen das Ding jetzt trotzdem mal hier am Sägewerk ab. Nein, nicht festfahren. Shit, wir haben uns festgefahren. Muss mal kurz hier dagegen laufen. Alles kein Problem. Wir wissen genau, was wir machen. Wir stellen das Ding einfach hier davor ab. Denk mal, hier werden wir es ja dann höchstwahrscheinlich auch gebrauchen. Okay, hier war Bretterproduktion und hier waren wir immer noch nicht fertig. Deswegen machen wir uns jetzt mal schnell an die Arbeit, hier noch weiter zu reparieren. Hier oben am Dach ist noch was kaputt. Da gehen wir schnell rüber. Damit wir endlich anfangen können, die Bretter herzustellen. Da freue ich mich jetzt schon seit 2 oder 3 Folgen drauf. Ich glaube seit 2 Folgen, dass wir das endlich schaffen. Weil dann lernen wir hier auch mal ein bisschen das ganze Handelssystem und so weiter kennen. Ja, aktuell haben wir ja noch nicht wirklich Geld verdient. Ich würde schon ganz gerne wissen, was uns hier erwartet. Generell, wie die Preise sind. Ob die uns alle ausbeuten wollen. Mit Tiefpreisen.
oder ob hier noch fair gezahlt wird für ordentlich qualitativ hochwertige Rohstoffe. Die ganzen Baumlogos da unten. Haben auf jeden Fall eine ganze Menge von den Stämmen schon angekarrt. Na, immer ein bisschen Angst hier runterzufallen. Hier drin ist noch kaputt. Ja, kriegen wir auch von hier nicht repariert. Müssten wir also von innen nochmal ein Baugerüst aufstellen. Was haben wir hier noch? Kriege ich auch nicht repariert. Liegt dann vielleicht, da hängt mit denen da drin zusammen. Okay, also runter hier. Dann hier nochmal rein. Kommen wir jetzt hier rüber, ja. Wo war denn das? Hier drüben. Kriegen wir hier drin? Ja, wir kriegen ein Baugerüst aufgestellt. Na, dann geht's doch. Einmal hier, einmal hier. Kommen wir denn hier drüben hin? Hier hin und hier. Komm. Komm schon, ja. Und das andere müssen wir anscheinend von außen machen. Hier komme ich nicht oben drauf, nö. Hier haben wir noch. Und hier, alles kein Problem, ne? Dachte schon, es hat nicht richtig funktioniert. Komm schon. Ja. Wir sind wirklich ganz schön angstfrei. Haben wir damit alles? Bloß noch die Außenseite? Hier drüben noch? Aber sonst sieht es ja gut aus. Hey, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Wir müssen mal, können wir durchs Fenster raus? Ach, schade. Das wäre schön gewesen. Wir machen es einfach so. Kommen ja gerade nicht so viele Bretter. Hey, wir haben es geschafft. Obwohl da hinten noch was kaputt ist. Müssen wir anscheinend nicht alles reparieren. Weil hier oben ist ja noch kaputt. Die Brettsäge ist jetzt einsatzbereit. Wahlweise können Rundhölzer ohne Rinde oder Bretterkisten produziert werden. Holzspäne können zusätzlich aus dem Silo entnommen und zum Verkauf abtransportiert werden. Sehr cool, wir haben es geschafft. Wir müssen anscheinend nicht mal alles reparieren. Reicht wahrscheinlich, wenn wir 95% davon gemacht haben. Ich habe es jetzt aber trotzdem mal noch schnell erledigt, weil, ganz ehrlich, ich mache mir doch hier nicht die ganze Zeit die Arbeit dafür, dass es am Ende immer noch nicht fertig ist. Das kommt nicht unter meine Hände, sowas hier. Unter meine Verantwortung. Guck mal hier, wie viel hier noch kaputt ist. Gibt's doch wohl nicht. Oh nein, nicht hängen, bitte nicht hängen, bitte nicht hängen. Ach Mist. Okay, wir haben die Schnellreisefunktion noch zum Auto. Ich würde es ganz gerne erstmal so... Ach nein. Tür zu, Tür auf und jetzt zack. Nee, keine Chance. Ach, das ist natürlich Mist. Wir angeln uns raus. Attacke. Nee, können wir auch nicht. Ach shit. Wir müssen die Schnellreisefunktion benutzen. Naja, dann holen wir schnell das Auto. Wenn hier oben wieder runter, bringt der nichts. Dann fahren wir vielleicht doch nochmal zum Gipfel des Berges. Ein Glück gibt es die Schnellreisefunktion. Wir hätten ansonsten ein ganz schönes Problem gehabt gerade. Naja. Dann. Gipfel des Berges. Sprich mit dem Ladenbesitzer. Vielleicht weiß er etwas. Er scheint gut informiert zu sein. Okay. Wir fahren fix zu dem. Hallo Frau am Tor. Wolltet ihr was von uns? Ich hoffe nicht. Mal gucken, wie wir da am dümmsten hochkommen. Ich schaue nochmal eben auf die Karte. Aber einen richtigen Weg dahin gibt's nicht. Wenn dann vielleicht hier links vorbei durch den Wald, ne? Oh, das sieht alles ganz schön steil aus. Ich glaube fast, das müssen wir laufen. Ich möchte ungern riskieren, dass wir hier mit dem Auto hängen bleiben. Gucken mal, hier ist auf jeden Fall eine Straße. Boop. Aber wo soll die hinführen? Die führt zum Hotel. Guck mal kurz, aber die Straße ist nicht mal eingezeichnet. Die gibt's auf der Map gar nicht. Wollen wir jetzt, können wir probieren, es hier hochzulaufen. Es bringt ja nichts. Einen Weg sehe ich gerade nicht wirklich. Ja, ich möchte ja mit dem Ladenbesitzer sprechen. Ich muss erstmal da hochkommen. Lass das bitte nicht zu steil sein für uns. Oh. Uiuiui, da läuft er mit einem km/h. Aber er läuft. Ist bestimmt nicht die Art und Weise, auf die wir hier hochkommen sollen. Aber da ich gerade keine anderen Straßen sehe auf der Karte, die uns verraten, wo es hier lang geht, probieren wir es einfach mal hier auf dem Weg.
Uiuiui. Das spüre ich selber gerade in meinen Oberschenkeln, was der hier zu tun hat. Los, Attacke, ja. Naja, mal schauen. Muss natürlich einen Weg hier hochgeben. Ich hoffe doch, wir wollten ja mal mit der Christine runterballern. Für die, die erst jetzt oder später eingeschalten haben, Christine heißt unser Pickup. Den Namen habe ich nicht gegeben. Den Namen hat das Spiel dem Auto gegeben. Nicht, dass es für Verwunderung sorgt und jetzt denkt, hä, wer ist denn Christine und hat er doch schon eine Frau und warum sagt er die ganze Zeit, der wird jetzt mit der Christine ballern? Es geht wirklich nur um ein Auto. Oh, komm schon, gib nicht auf. Ach komm, du hast Oberschenkel aus Stahl, Junge. Ja, du schaffst es. Und wir haben es gleich geschafft. Und jetzt ist hier bestimmt dahinter eine richtig schöne Straße, die wir hätten einfach nur fahren müssen. Aber nee, sieht Hallo. Nicht so aus. Kann ich dir etwas anbieten? Oh, was zu trinken wäre gut. Ich bin gerade hier hochgelaufen. Eine tolle Aussicht hier oben. Ja, die Aussicht, die Luft. Wenigstens das. Du klingst nicht sehr glücklich. Glücklich? Ich habe mein ganzes Geld hier investiert. Ich habe Skispringer, Fans und Fernsehen erwartet. Aber tatsächlich kommen nur ab und zu ein paar Kletterer vorbei. Wird sie jemals fertig? Nein, glaube ich nicht. Das geht jetzt schon 2 Jahre so. Ich kann nichts machen, ohne dem Bürgermeister einen Anteil zu zahlen. Er hat hier in allen Dingen seine Finger. Wir kennen doch den Bürgermeister. Warum sollte der Bürgermeister was dagegen haben? Bringt doch eigentlich Tourismus aufs Land. Und damit auch Geld ein. Ja, wir waren auch ein paar Kletterer. Wir können ihm jetzt erstmal nicht groß helfen. Vielleicht sprechen wir mit dem Bürgermeister mal bei einer gemütlichen Runde Nachtangeln drüber. Wir fragen mal, was er verkauft. Was genau verkaufst du? Essen. Früher habe ich Kräutertränke von der jungen Botanikerin verkauft. Die sind weggegangen wie warme Semmeln. Das kann ich dir sagen. Die Menschen haben viel gekauft, nachdem sie den ganzen Weg hier hochgekommen sind. Lecker und erfrischend. Leider macht sie diese Kräutertränke nicht mehr. Frag meine Schwester Natalie. Sie hat vielleicht noch 1 oder 2 Flaschen. Natalie betreibt das Geschäft beim Aussichtsturm in der Nähe des Sägewerks. Möchtest du handeln? Mal. Eine Drohne. Eine Flugdrohne mit Kamera. Wie cool ist denn das? Was, in 6 Stück? Achso, ja, könnte in 6 Stück verkaufen, aber 1400, Mensch, das muss ja wirklich eine DJI sein. Ja, was macht man da? Haben wir leider nicht so viel Geld und ich fange jetzt nicht an zu verkaufen. Wie wenig das alles wäre, aber wir könnten unser Baugerüst verkaufen. Nö, auf gar keinen Fall. Werkzeuge haben die alle dasselbe, Essen auch. Also die Drohne, da wäre ich schon dran interessiert, vor allem mit Kamera. Wenn wir wirklich dann von hier oben anfangen können, die Drohne zu starten und einmal hier über die Sprungschanze fliegen, das wäre natürlich mal mega nice. Gucken wir mal. Ja, also man kann tatsächlich nur den Weg hier hochlaufen, ne? Das hier wäre der Weg. Obwohl. Scheint auch mit einem Auto fahrbar zu sein. Guck bloß mal ganz kurz, wo der hinführt. Hier runter. Moment. Dort lang, hier unten wieder lang und dahinter. Lasst uns mal schauen, wir gucken gerade, sehe ich in welche Richtung wir schauen, ja. Hier hinunter. Also hier. Wahrscheinlich dieser Weg hier wird das sein. Für das nächste Mal, dass wir uns das gleich mal merken. Dann rammeln wir mal die schöne Skischanze hinunter. Tut mir natürlich leid, dass er hier all sein Geld investiert hat und jetzt läuft's nicht, weil der Bürgermeister keine Lust hat. Der Lift geht auch nicht. Den hätte ich ganz gerne vorhin benutzt. Wollen wir es mal probieren? Ich habe ein bisschen Angst. Aber wir probieren das. Hui und hui und bitte nicht sterben. Guck mal, wie krass wir springen. Und wir sehen ihn hier und ein guter Anlauf. Er hat Rückenwind. Oh nein, ich traue mich nicht, hier runter zu springen. Achso, okay. Und dort, das wird der Sprung des Jahres. Naja, oder auch nicht. Wir hoppeln hier eher gerade wie ein kleines Häschen hinunter. Aber trotzdem witzig. Bin mal gespannt, ob hier die Jahreszeiten sich noch ändern, dass hier wirklich Winter wird. Oder ob der überall Kunstschnee hinpfeffert.
Aber ich habe bis jetzt noch keine Schneemaschinen gesehen. Mist, jetzt ist ja abgezäunt. Wie kommen wir hier wieder raus? Och nö. Sonst baue ich mir hier ein Baugerüst hin. Geht das? Schade. Das wäre doch cool gewesen. Ach, Mist. Okay, hier hört's auf. Alles klar. Na, ein Glück. Ich dachte schon, wir haben jetzt hier richtig Pech gehabt. Aber so scheint's ja zu gehen. Super, da haben wir doch ganz gut was geschafft in der Folge. Zumindest haben wir die Quest hier abgeschlossen, waren wir auf der Skisprungschanze oben drauf. Und auch das Sägewerk ist fertig. Wir fahren dann in der nächsten Folge unser Auto wieder zurück. Ach, wir hätten gar nicht laufen müssen. Ich hätte ja Schnellreise machen können. Ah, naja, wir wollten ja einmal hier runtergehen. Egal. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 20 Uhr bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.